Ja, hallo, Clara City. Ein Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Für mich Gelegenheit, einmal Danke zu sagen und drei Wünsche zu äußern. Im Jahr der 775-Jahr-Feier waren die Glauchauer hervorragende Gastgeber für ihre Gäste und sich selbst. Dafür ein ganz herzliches Dankeschön. Und ich habe in diesem Jahr ein besonderes Gemeinschaftsgefühl festgestellt bei allen, die mir begegnet sind. Auch dafür sage ich ganz herzlich Danke. Drei Wünsche möchte ich gerne für das Jahr mitgeben und für das Jahresende. Zunächst wünsche ich allen Glauchauern und ihren Lieben eine frohe und besinnliche Weihnacht. Für 2016, Entschuldigung, für 2016, soweit sind wir noch nicht, wünsche ich uns allen, dass wir die Aufgaben, die das Jahr bereithält, in Frieden bewältigen können. Ich wünsche uns insbesondere, dass wir die Aufgabe, die noch stärker auf uns zukommen wird, nämlich die Unterbringung und Bewältigung der Hilfesuchenden der Flüchtlingsströme in Glauchau ebenso friedlich wie bisher bewältigen können. Wir müssen und dürfen davon ausgehen, dass wir am Ende des Jahres 2016 mehr als das Dreifache an Asylbewerbern in Glauchau unterbringen, als das bisher der Fall ist. Und als drittes wünsche ich Glauchau City immer eine gute Hand bei der Auswahl der aktuellen Bilder für Glauchau. Ich habe noch nie so wunderschöne und treffende und tiefsinnige Bilder über Glauchau und von Glauchau gesehen als bei euch. Ich wünsche euch ein gutes Händchen für die Auswahl eurer Themen und ich wünsche euch weiterhin coole Sprüche. Frohes Fest und guten Rutsch ins neue Jahr.